Aloha und willkommen zurück zu Brink. Ja, wir haben ja mittlerweile unsere eine Hassmission, beziehungsweise meine eine Hassmission geschafft. Deswegen machen wir direkt mit Tag 5 Gefängnisausbruch weiter. Wer ist Nechayev und was bedeutet er Chen? Primärziele: Verteidige die Stromleitung, verteidige den Safe, verteidige den Passcode und halte den Gefangenen auf. Sehr schön, das klingt gut. Also, go. Wir halten Nechayev, den Informanten der Terroristen, zu seinem eigenen Schutz im Lazarett fest. Trotzdem sagt er auf einmal nichts mehr. Chen muss einen Überfall planen, um ihn zu holen. Verdoppeln Sie die Wachen. Gehen Sie davon aus, dass Sie unsere Verteidigung schon überwunden haben können. Kein Gefangener darf entkommen. Nechayev schon gar nicht. Warum ist Nechayev im Lazarett? Ihm ging es gut, als wir ihn gefangen haben. Ich verstehe nicht... Ist das eine Übung? Eine Übung, oder? Doch ein Schaf. Uns hier angreifen? Sind die irre? Du glaubst, sie haben keinen Plan? Die planen das doch seit Monaten. Seit Jahren. Sie haben diesen Ort gebaut. Vielleicht eine Hintertür eingebaut. Die können mehr über unsere Verteidigung wissen als wir. Pass auf! So sieht's mal aus. Leitung verteidigen, ja, das schaffen wir. Munition bei uns auffüllen und dann go, go, go. Wow! Ach, die Mission ist das. Ah. Wie komme ich denn da durch? Ah, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß echt nicht, wo ich bin. Hier rum. Das müssen wir verteidigen. Okay, kein Ding. Wo ist der Kack? Oh Gott, da oben ist einer. Ah. Ja, sehr intelligent. Mann, hüpfe doch nicht vom Visier rum, Junge. Ja, ich sollte auch ein bisschen reden, glaube ich. Ja, ich weiß noch nicht, was ich reden soll, weil ich stehe hier rum und schieße auf irgendwelche Leute. Versuche ich zumindest.
Warum hab ich denn schon wieder die doofe Waffe? Ich will die. Danke. Wo ist einer? Da war doch gerade mal, ich hab's so genau gesehen. Hä? Wo? Ja, wir schützen doch die scheiß Stromleitung. Was passiert eigentlich jetzt in 3 Minuten, wenn die das nicht geschafft haben? Habe ich dann schon gewonnen? Das wäre cool. Ich habe auch noch Molotow-Cocktail, fällt mir ein. Fangt! Na, geht doch aus dem Weg hier. Immer dieses Muni auffüllen, das ist eine Katastrophe. Burns. Ich schütze die Leitung. Immer schön auf die Medics, was geht. Der ist auch hinüber. Der ist auch hinüber. Was war das denn jetzt bitte? Wieso ist denn jetzt eine Sprengladung an der Stromleitung? Wir das ist doch jetzt schon wieder total für'n Arsch. Ja, das war doch jetzt schon wieder Kacke. Dann verteidigen wir halt den Safe. Wenn ich wüsste, wo der ist. Oben anscheinend. Deswegen macht das wieder sehr viel Sinn, dass ich unten rumgeister. Da oben. Ach, da ist er. Das ist das gut. Ich mach jetzt hier. Ich campe jetzt einfach kurz einen Beruhigungscut mal. Weiß nicht, ob schon wieder Zeit dafür war, aber... Eigentlich ist das ja eine Camper-Mission. Hier oben macht das schon, ja, anscheinend nicht. So macht man das, Freunde. So nicht anders. Da kommt Kirk. Boah, Captain Kirk. Ich begebe mich zum Muni.
Dumme ist ja auch jetzt an dieser Mission wieder, wenn der Safe Schaden nimmt, dann können wir das ja auch nicht mehr reparieren. Naja. Diesmal einfach 5 Minuten versuchen durchzuhalten. Das wäre ja schon mal was. Key da oben oder wie auch immer, der passt ja auf. Hoffe ich. Ich passe unten auf, er passt oben auf. Price geht auch nach oben. The price is high. Bitteschön. Weil jeder, der jetzt hier vorbeikommt, kriegt Munition von mir. Da ist Kirk wieder. Oh, du bist ein Böser, ne? Oh. Alle Böser hier. Also echt. Ja, das läuft gerade. Weniger als 4 Minuten. Obwohl, das sah vorhin auch gut aus, glaube ich, bis zu den letzten 2 oder 1,5 Minuten. Von daher, ja, ich verteidige doch den Safe. Junge! Wo sind denn unsere ganzen Leute, dass da oben immer so viele langlaufen können? Wo ist, warum kann ich Muni nicht aufhören? Danke. Ich passe auf. Ja, die Position hier ist gut. Ich kann alles einfach über den Haufen schießen, was von unten kommt. Und ich kann sehen, wenn oben einer langläuft und kann den an. Hier, du kriegst Muni von mir. Bitteschön. Du auch? Bitteschön. Ah. Minuten? Cool. Mach doch keinen Kack, Kirk. Mensch, Kirk. Gut gemacht. Ja, ich habe keine Versorgung. Kriegst keine Muni, sorry. Bam, bam. Anderthalb Minuten. So, jetzt aber hier... Oh, da kommt wieder einer. Das macht Spaß. Nein, nicht schreiben. Die immer mit einer Granate umwerfen und dann erschießen. Das ist lustig. Ich passe auf. Nee, du kriegst auch keine Muni. Ich habe keine Versorgung. Was? Geh doch weg hier, du Idiot. Geh. Geh dir Freunde suchen. Los. Mann, geh auf der Autobahn mit Kreide malen oder so. Aber geh hier weg. Nachschub durchgeführt. Idiot. Ich passe auf.
Boah, Alter! Hinter dir, oder nicht? Könntest du bitte einfach weggehen? Hier, Chris, Muni, jetzt lauf. Yay! Gut so, dann wollen wir mal herausfinden, warum Shell so verzweifelt hinter eine Haie fährt. Krass. Wie gut wir das wieder gemacht haben.